Ein Heilpraktiker aus Brüggen ist von der Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung in 3 Fällen angeklagt worden. Der Angeklagte soll Krebspatienten mit einem Wirkstoff behandelt haben, welcher nicht als Medikament zugelassen ist. Ende Juli 2016 soll er das hochwirksame Präparat mit einer ungeeigneten Waage abgemessen haben. Die hergestellten Infusionen wurden dadurch um das 3- bis 6-fache zu hoch dosiert. 2 Frauen und ein Mann starben. Der 60-jährige Angeklagte muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz verantworten. Bei einer Verurteilung drohen dem Angeklagten bis zu 5 Jahre Haft. Bereits Anfang 2017 brachen 3 Männer in einer Tiefgarage auf der Beethovenstraße ein. Dort entwendeten sie einen roten Porsche 911 Cabrio aus dem Jahr 1985 mit Mönchengladbacher Kennzeichen. Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der Diebe führten, sucht die Polizei jetzt mit Fahndungsfotos nach Zeugen. Wer die Männer kennt und zu ihnen Angaben machen kann, möchte sich bei der Polizei unter der Nummer 02161 290 melden. In der Nacht von Montag auf Dienstag brach ein Unbekannter in die Räume der griechisch-orthodoxen Kirchengemeinde Heiliger Nikolas auf der Karstraße ein. Um in das Gebäude zu gelangen, schlug er eine Fensterscheibe an der Rückseite des Gebäudes ein. Der Einbrecher entwendete ein Reliquiar aus Silber mit den Gebeinen des heiligen Nikolaus, 2 Opferstöcke mit Bargeld und einen Beamer. Außerdem hebelte er die Tür zur Sakristei auf und durchsuchte sie. Die Polizei sucht nun nach Zeugen unter der Nummer 02161 290. Am Dienstag kollidierte in Kempten ein Zug gegen 15 Uhr in Höhe Unterweiden mit Teilen eines Baumes. Dieser hatte aus ungeklärter Ursache auf der Strecke gelegen. Nach dem Unfall hat man sich dazu entschlossen, die Waggons zurück zum Kemptener Bahnhof abzuschleppen. Dort sind dann alle Fahrgäste unversehrt ausgestiegen. Die Feuerwehr befreite währenddessen die Schienen von Baumteilen. Das Fahrzeug wird derzeit in einer Werkstatt aus Sicherheitsgründen unter die Lupe genommen. Probleme gibt es weiterhin zwischen Kempten und Geldern, da dort Gleisbauarbeiten begonnen haben.